So, herzlich willkommen zur 7. Klasse Differentialrechnung Walkthrough erste Schularbeit Grundkompetenzen. Alle Grundkompetenzen, was für die erste Schularbeit wichtig sind, oder einfach ein Überblick über Differentialrechnung grundsätzlich. Alle von Differenzenquotient, Differenzialquotient, Limesberechnung bis Ableitungsregeln und Umkehraufgaben sowie Wegzeitfunktionen. Also so ein ganzer Überblick. Ich rechne da jetzt mal alles ein bisschen durch, gebe über also ein bisschen ein Beispiel dazu und so die Grundkompetenzen, die wichtigsten Sachen, was für uns da wichtig sind. Passt. Das erste, was bei der Differentialrechnung das Wichtige ist, das ist der sogenannte Differenzenquotient. Der Differenzenquotient ist auch oft so, ich sage die mittlere Steigung oder die mittlere Änderung zwischen zwei Punkten. Wenn man jetzt das bezogen auf eine Wegzeitfunktion hat, dann ist das Ganze als mittlere Geschwindigkeit zum Beispiel. Wichtiges Wort, durchschnittlich, mittlere etc. Wenn ich das berechnen will und ich habe da irgendwie verschiedene Punkte und ich habe da zum Beispiel irgendeine Funktion und unter was stellt man sich dann die durchschnittliche, sprich die mittlere Steigung vor. Und dann sage ich nichts anderes wie, zum Beispiel diese Verbindung zwischen diesen beiden Punkten, könnte man sagen, das ist so die durchschnittliche Steigung zwischen diesen beiden Punkten. In vielen Bereichen habe ich halt am Anfang, von mir als eine Funktion, ich habe irgendeine Funktion, f von x ist x², und ich möchte gern zwischen beiden Punkten, zum Beispiel im Intervall 1 und 2, möchte gern die durchschnittliche Steigung berechnen. Wichtig für die Formel vom Differenzenquotient ist eine ganz wichtige Formel und die ist f von x2 minus f von x1 dividiert durch x2 minus x1. Sprich, die y-Änderung dividiert durch die x-Änderung. In der Physik würde man eher sagen, Delta y durch Delta x. Wir wissen, dass Delta bezieht sich auf die Änderung. Gut. Wenn ich das da in diesem Beispiel, habe ich oft eine Funktion am Anfang gegeben, dann könnte ich das auch einsetzen. Das heißt, der Funktionswert an der Stelle 2, man nimmt immer den weiter rechts, minus den Funktionswert an der Stelle 1, das heißt f von 2 minus f von 1, dividiert durch die x-Änderung, und die Änderung ist ja im Endeffekt 1, oder man kann auch sagen, der Wert weiter rechts minus der Wert näher, ist dann sowas. Und wenn ich das dann einsetze, dann habe ich ja 2 zum Quadrat ist 4, 1 zum Quadrat ist 1, durch 2 minus 1, und das ist dann 3 Eintel, also 3, und somit ist 3 die durchschnittliche Steigung im Intervall 1 bis 2. Was ist wichtig beim Differenzenquotient? Beim Differenzenquotient ist wichtig, dass ich ein Intervall habe, ich brauche ein Intervall, und ich brauche irgendwie entweder eine Funktion oder ich brauche Funktionswerte. Weil ich brauche irgendwie Punkte. Und da muss ich schauen, dass ich die y-Änderung und die x-Änderung jeweils da genau aufschreibe und mir das anschaue. Oft hat man am Anfang Punkte gegeben oder es könnte genauso sein, dass ich am Anfang halt die Funktion habe und dann muss ich mir halt zuerst einmal die Punkte ausrechnen. Wichtig ist das Wort mittlere, mittlere Änderung, mittlere Steigung, durchschnittliche Steigung etc. Das heißt, wenn man das da jetzt anschaut, gibt es die Weiterführung, weil ich brauche ja nicht manchmal so die durchschnittliche Steigung, sondern ich bräuchte vielleicht die genaue Steigung, sprich die momentane Steigung. Und die momentane Steigung hat eigentlich viel Begriffe in der Mathematik und das ist der Differentialquotient. Und der Differentialquotient schaut von der Formel her, also der zweite Teil, Differentialquotient, der schaut von der Formel her oft ganz ähnlich aus. Und der macht mathematisch eigentlich zuerst den Differenzenquotient und dann versucht man diesen Wert da immer näher oder diesen Punkt da immer näher da ranzuschieben. Weil wenn ich das näher ranschiebe und den Abstand zwischen den zwei, zum Beispiel so oder so, wenn ich den Abstand zwischen diesen beiden Punkten, wenn ich den immer kleiner werden lasse, dann irgendwann ist der Abstand 0 und dann ist das nicht mehr die durchschnittliche Steigung, sondern ist genau die Steigung in diesem Punkt. Sprich, wir möchten gerne irgendwie einen mathematischen Sachverhalt finden, dass wir eine genaue Steigung in einem Punkt berechnen können. Und dass man das, wie kann man das mathematisch hinschreiben? Da sagt man, okay, Differentialquotient ist vielleicht ein langes Wort.
Dann sagt man, ah, okay, die genaue Steigung, sagt man f'. Okay, wo? Die genaue Steigung an der Stelle 1. Und der Differentialquotient ist eigentlich mathematisch geschrieben das genau das gleiche wie das, nur hat da vorne irgendwie was, dass ich sage, hey, Alter, was passiert, wenn ich den 2er da immer näher an den 1er dran schiebe und den Abstand zwischen den 2 immer kleiner werden lasse. Und da gibt es die Grundform vom Differentialquotient und da würde ich einfach nur hinschreiben, am Anfang, Delta x, der Abstand zwischen den 2 Punkten, ist irgendwann 0. Das heißt, im Endeffekt, hey Alter, was passiert, wenn irgendwann der Abstand zwischen den 2 Punkten 0 ist? Wenn der Abstand zwischen den 2 Punkten 0 ist, dann ist im Endeffekt das die momentane Steigung. Jetzt kann man mit dem kann man nicht so nett rechnen, da ist es netter, man kann andere Formen rechnen und da ist man dann draufgekommen in der Mathematik, dass da irgendwie schnellere Methoden gibt, also dass ich mit dem ausrechnen kann. Und da gibt es sogenannten Ableitungsregeln. Und die Ableitungsregeln habe ich schon mal in einem anderen Video erklärt. Ich will jetzt nicht so genau auf das nochmal eingehen. Schaut sich bitte das andere Video zu den Ableitungsregeln an. Das wird jetzt also viel Zeit in Anspruch nehmen, aber ganz wichtig, Ableitungsregeln braucht man. Und jetzt, damit wir das so haben, haben wir einen Differentialquotient. Und mit dem Differentialquotient kann man jetzt ein paar coole Sachen machen. Man kann zum Beispiel eine Kurvendiskussion machen. Typisch. Kurvendiskussion. Kurvendiskussion. Das kann man machen. Diskussion. Oder man kann zum Beispiel machen eine Umkehraufgabe. Bei der Kurvendiskussion, ein wichtiger Punkt ist, ich brauche mal irgendeine Funktion. Dann möchte ich die Funktion, möchte zum Beispiel diskutieren. Ich habe eine Funktion, zum Beispiel x² minus 2x plus 4. Und ich möchte zum Beispiel eine vollständige Kurvendiskussion machen. Bei einer Kurvendiskussion gibt es ein paar Punkte, die für uns wichtig sind. Das ist zum einen mal die Definitionsmenge. Definitionsmenge. Definitionsmenge bedeutet auf gut Deutsch, hey, was kann ich einsetzen, damit das da kein Schaß rauskommt? Was heißt Schaß in der Mathematik? Schaß in der Mathematik bedeutet, zum Beispiel dividiert durch 0. Oder meistens, wenn man jetzt nur mit den reellen Zahlen arbeitet, dann bedeutet das zum Beispiel keine negative Wurzel. Wenn wir das anschauen, dann kann ich nicht durch 0 dividieren, egal was ich einsetze, dann kann ich da gar nicht eine negative Wurzel zusammenbringen, egal was ich einsetze. Also kann man da mal hinschreiben, die Definitionsmenge ist die Menge der reellen Zahlen. Wenn zum Beispiel da irgendwie gestanden war durch x, dann hätte ich irgendwie aufpassen müssen, dass ich da zum Beispiel nicht 0 einsetzen werde. Aber das ist Definitionsmenge mal als ersten Schritt. Das zweite, was wir haben, ist die Nullstelle. Die Nullstelle ist ein wichtiger Sachverhalt. Nullstelle bedeutet immer dort, wo der y-Wert 0 ist. Weil wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Funktion habe, ich habe da irgendeine Funktion, sowas, dann ist die Nullstelle immer dieser speziellen x-Wert, ein speziellen x-Wert, aber der y-Wert ist jeweils 0. Und der y-Wert ist jeweils 0. Aber statt y kann man schreiben, f von x ist 0. Das heißt, ganz ein wichtiger Sachverhalt ist für die Nullstelle ist immer f von x ist gleich 0. Erster wichtige Frage. Das zweite, was für uns wichtig ist, das sind die Extremwerte. Extremwerte. Extremwerte oder Extremstellen, schreiben wir lieber gleich Extremstellen hier, dann können wir es ein bisschen genauer diskutieren. Extremstellen hat als Grundbegriff immer die erste Ableitung ist 0. Naja, was heißt das? Wenn ich zum Beispiel da jetzt runtergehe und gehe runter, dann ist die Steigung da einmal stark negativ, dann ist die Steigung nicht mehr so stark negativ und irgendwann ist die Steigung ist da 0. Das gleiche, wenn ich auch so eine Funktion habe. Dann gehe ich rauf auf den Berg, auf den Berg, auf den Berg, auf den Berg und irgendwann da oben am Berg habe ich keine Steigung mehr. Keine Steigung, Steigung ist die erste Ableitung und dort, wo ich keine Steigung habe, dort ist meine Extremstelle. Warum schreibe ich jetzt nicht Extremwerte? Weil ein Extremwert kann auch sein ein Minimum, kann sein ein Maximum, kann aber genauso so ein Szenario sein, wie zum Beispiel ein Sattelpunkt. Das heißt, Extremstellen gibt es drei verschiedene Fälle. Das gibt es, wenn die zweite Ableitung kleiner als 0 ist, dann ist es ein Maximum. Wenn die zweite Ableitung größer als 0 ist, dann ist es ein Minimum. Und wenn die zweite Ableitung genau gleich 0 ist, dann ist es ein Sattelpunkt. Also ganz wichtiger Sachverhalt, Extremstellen, entweder Minimum, Maximum,
Sattelpunkte. Ganz wichtig, Sattelpunkt hat zwei verschiedene Bedingungen. Brauchen wir auch. Das nächste, was wir haben, sind Wendepunkte. Wendepunkte müssen wir uns vorstellen, als wir dort, wo die Krümmung 0 ist. So, zweite Ableitung ist noch. So, also wie kann man sich das jetzt wieder vorstellen? Die Krümmung kann man sich vorstellen, wenn es wie ein Mineral fahren wird. Und wenn jetzt lege ich jetzt den Lenker daher und dann fahre ich immer nach rechts, rechts und dann fahre ich nach links und links. Und die Krümmung ist so die Auslenkung in der Mathematik. Und die Auslenkung heißt, okay, da wo ist mein Lenker? Und dort, wo mein Lenker genau gerade ist, das ist die Krümmung. Das heißt, genau da, das ist die Krümmung 0. Das heißt, da ist der Wendepunkt. Das bedeutet in unserem Fall, da ungefähr circa, da ist der Lenker genau in der Mitte und da ist unser Wendepunkt. Ganz ein wichtiger Unterschied zwischen Wendepunkt und Sattelpunkt, man sieht, gell, da ist ja auch nichts anderes, als wie das in der Mitte ist, aber da habe ich keine Steigung, da habe ich eine gewisse Steigung. Brauche ich mal. Aber wichtig ist, ein Wendepunkt ist die Krümmung nur. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, wo ändert sich das Monotonieverhalten, also sprich, wo ändert sich die Steigung? Die Steigung ändert sich von zwischen den Extremwerten, da ändert sich die Steigung von zum Beispiel monoton steigend, Steigmonoton steigend, Steigmonoton fallend und so weiter, wieder steigend. Aber wo ändert sich zum Beispiel das Krümmungsverhalten? Das Krümmungsverhalten ändert sich von dort bis zum Wendepunkt und vom Wendepunkt wieder weiter. Das heißt, zwei wichtige Unterschiede. Monotonie ändert sich bei den Extremwerten und zum Beispiel die Krümmung, das Krümmungsverhalten ändert sich beim Wendepunkt. Wichtig. Es gibt da noch eine Warnung, ganz wichtig auch die Wendetangente. Also Wendetangente, das ist auch für uns voll wichtig. Die Wendetangente ist die Tangente im Wendepunkt. Na klar, logisch, was heißt denn jetzt das? Das heißt, wenn ich da jetzt einen genau im Wendepunkt einen geraden Strich zeichnen würde, so, dann ist das die Wendetangente. Ganz wichtig für die Wendetangente ist, das ist ja grundsätzlich y ist gleich kx plus d. Passt, weiß ich. Das x und das y ist jeweils vom Wendepunkt. Aber was ist da jetzt wichtig? Die Steigung vom Wendepunkt und die Steigung der ganzen gesamten Wendetangente ist die gleiche. Das heißt, oft kann ich mir die Steigung im Wendepunkt ausrechnen und dann kriege ich die Steigung von der Wendetangente, weil oft ist das k unbekannt. Aber das k ist die Steigung im Wendepunkt. Das heißt, Steigung ist erste Ableitung im Wendepunkt. Und dann nehme ich natürlich die x-Koordinate her. Das ist klar. Weil immer, wir wissen immer, f' von x, f von x, etc. Das heißt, die Wendetangente, ganz wichtig, brauche ich zuerst den Wendepunkt, setze für x und für y, setze ich da ein und dann habe ich da die erste Ableitung im Wendepunkt, dann habe ich y, habe ich k, habe ich x und dann kann ich mir zum Beispiel das d ausrechnen. Also, wichtiger Punkt, wichtige Sachverhalte, was wir da haben. Ganz wichtig auch noch, wenn ich jetzt solche Sachen mir anschaue, dann habe ich solche Sachen wie, das heißt schneide, schneidet, das ist Extremwert oder Minimum oder Maximum oder in dem Fall, das ist Sattelpunkt, gell? Ganz wichtige Sachen. Tangente hat oft was mit einer Steigung zu tun. Tangente, die Tangente ist bei 17, Steigung, braucht man ab. Also solche Sachen sind für uns wichtig. Und was gibt es noch, wenn ich zum Beispiel habe ein berührt, sowas. Berühren bedeutet, dass es automatisch eine Nullstelle ist, aber natürlich auch ein Extremwert. Wir berühren ist ein Unterschied zwischen schneiden. Schneiden, berühren. Also grundsätzlich mal, das ist die Struktur von einer Kurvendiskussion. Aber da geht es natürlich auch noch weiter. Da haben wir noch jetzt den Bezug zu Weg-Zeit-Funktionen. Das brauchen wir jetzt auch. Weil das kommt auch ganz oft vor. Jetzt stellt euch vor, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, einen Ball, den wir irgendwie von einem Häusl auszuschießen. Und da geht es darum, irgendwie, wann fällt der auf den Boden oder so. Oder wann ist der, mit welchem Winkel, mit welcher Geschwindigkeit fällt der auf den Boden und wie lange dauert es, dass er irgendwie die Geschwindigkeit 10 km/h hat. Irgendwelche solche Sachen. Das heißt, der Bezug zur Differentialrechnung, der hilft uns bei vielen Sachen, weil wir können mit dem Weg-Zeit-Funktionen irgendwie einfacher zusammenbasteln.
Und das werden wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen, dass ihr seht, dass das gar nicht so schwer ist. Die meisten grundsätzlichen Funktionen, die man oft hat, das ist zum Beispiel, schaut irgendwie so aus, ich habe einen Ballen und den schieße ich irgendwie aus von einem Haus und der fällt dann irgendwie runter. Ganz oft sind unsere Funktionen abhängig von der Zeit. In unserem Fall vielleicht Sekunde und dann haben wir oft auch den Weg. Und somit nennt man das auch die Wegzeitfunktion. Wegzeitfunktion. Das nennt man so. Wegzeitfunktion. Aber abgekürzt, Mathematiker sind wieder faul. Das heißt S von T. S von T. Gut, wenn ihr da jetzt mir ein paar Sachen anschaut, das ist jetzt ganz wichtig, wenn ich die Wegzeitfunktion ableite, sprich die Steigung der Wegzeitfunktion, die Pfeile, die Steigung, dass da ist ja steiler, da ist flacher und da ist zum Beispiel die Geschwindigkeit 0, also die erste Ableitung 0. Das ist ganz wichtig, die erste Ableitung von der Wegzeitfunktion ist die Geschwindigkeit oder Geschwindigkeitsfunktion. Geschwindigkeit. Das heißt, die erste Ableitung von der Wegzeitfunktion ist das gleiche wie die Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich da jetzt eine Funktion habe und ich mache die erste Ableitung dazu, dann kann ich mir die Geschwindigkeit zu einem gewissen Zeitpunkt ausrechnen. Das ist auch voll praktisch. Wenn ich die Grundfunktion habe, dann kann ich sagen, ah okay, nach 3 Sekunden ist das drum so hoch, nach 5 Sekunden ist das drum so hoch, etc. Aber wenn ich zum Beispiel die Geschwindigkeit wissen will, Meter pro Sekunde, km/h, dann kann ich das mit der ersten Ableitung machen. Und der ganz wichtige Punkt, den wir da haben, das ist die zweite Ableitung. Die zweite Ableitung, Beschleunigung, ist die Beschleunigung. Und das ist ja auch die zweite Ableitung der Wegzeitfunktion. Das ist die erste Ableitung der Geschwindigkeit und das ist das gleiche wie zum Beispiel die Beschleunigung. Das heißt, wenn ich das ableite, einmal habe ich Geschwindigkeit, zweimal habe ich die Beschleunigung. Passt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel habe, irgendwie eine Wegzeitfunktion, ich habe da minus 5t² plus 10t plus 100, dann geht es darum, okay, wie hoch, das ist irgendwie sowas, und das schieße ich den Ball aus, dann wäre die erste Fragestellung einmal, wie hoch ist der Ball am Anfang? Ja, wenn ich da 0 einsetze, am Anfang, Zeitpunkt 0, 0, 0, bleibt über 100, also weiß ich zum Beispiel, am Anfang ist das Ganze auf einer Höhe von 100. Dann könnt ihr zum Beispiel sagen, wie schnell ist der Ball nach einer Sekunde? Schnell ist Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist erste Ableitung. Sprich, S' von t ist das abgeleitet und das ist dann minus 10t plus 10. Wenn ich da dann jeglichen Zeitpunkt einsetze, kriege ich die Geschwindigkeit außer, was der Ball zum Beispiel hat. Und da möchte ich vielleicht wissen, wie groß ist die Beschleunigung nach 3 Sekunden? Die Beschleunigung ist die zweite Ableitung. Und ist aber auch das nochmal abgeleitet und das ist zum Beispiel minus 10. Minus 10, aha, okay, wissen wir Meter pro Sekunden Quadrat. Also eine negative Beschleunigung. Negative Beschleunigung würde aber bedeuten, das ist im Endeffekt ein Bremsvorgang. Das heißt, das bremst irgendwie hin. Bitte die Einheiten da nicht vergessen. Ich schreibe da jetzt nichts dazu, weil wir jetzt nichts definiert haben. Aber grundsätzlich mal das. Und jetzt könnt ihr zum Beispiel so, ah, okay, hat der Ball den höchsten Punkt erreicht? Okay, das da. Dann weiß ich, aha, okay, das ist die erste Ableitung ist 0. Erste Ableitung heißt dort, wo die Geschwindigkeit 0 ist. Weil erste Ableitung ist die Geschwindigkeit. Das könnte man zum Beispiel ausrechnen. Jetzt muss ich aber auch immer anschauen, aha, okay, ist das wirklich dann ein Maximum? Maximum wird bedeuten, also S2' von t kleiner 0. Zum Beispiel, das ist ein Maximum. Dann könnte ich sagen, wann schlägt der Ball auf den Boden auf? Der Punkt. Aufschlagen auf den Boden ist eine Nullstelle. Nullstelle, wissen wir, ist f von x ist gleich 0. Oder, in unserem Fall, s von t ist gleich 0. So was zum Beispiel. Können wir machen. Das ist einfach auflösen, in dem Fall quadratische Gleichung. Könnte man machen. Aber auf das, was ich jetzt noch hinaus will, wäre zum Beispiel, mit welchem Winkel schlägt der Ball auf den Boden auf. Sowas, in die Richtung. Welcher Winkel schlägt das auf? Der Pfeil da, der was da runter zeigt, der Pfeil, vielleicht habt ihr es schon gecheckt, ist ja die erste Ableitung. Das heißt, wo denn? Den Pfeil kriege ich genau, indem ich die Steigung in dem Punkt ausrechne. In dem Punkt, sagen wir, das ist irgendwie noch 5 Sekunden. Dann kriege ich die Steigung, den Pfeil da, kriege ich außer,
indem ich sage, die erste Ableitung nach 5 Sekunden. Natürlich außer die Steigung. Und die Steigung war das K. Sagen wir mal, da kommt aus der minus 2. Minus 2. Das heißt, ich weiß, aha, die Steigung in dem Fall war minus 2. Also ging es vielleicht darum, dass ich sage, okay, wie groß ist der Steigungswinkel oder der Winkel, auf dem wir auftrat. Und da kann man sich eigentlich voll gut ein Steigungsdreieck vorstellen, wenn ich das jetzt irgendwie so zeichnen würde. Dann mache ich das irgendwie so und so. Wir wissen, Steigungsdreieck hat immer da 1er und in dem Fall unsere Steigung 2. Und dann möchte ich das irgendwie so haben, so. Und dann könnte ich irgendwie sagen, okay, das ist da unser Steigungsdreieck, so in die Richtung, so. Und da könnte ich zum Beispiel sagen, okay, rechtwinkliges Dreieck und zu dem Winkel, so, kann man das mit dem Tangens ausrechnen. So sieht man es jetzt nicht gescheit. So. Sieht man es nicht gescheit, dass man es da besser sieht. Warte mal, so irgendwie in die Richtung, das heißt, so da. Also man kann sich das mit dem Tangens dann ausrechnen, weil wir wissen ja, Tangens Alpha ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Gegenkathete ist in dem Fall das da, Ankathete ist in dem Fall das da. Das heißt, ich kann mir dann den Winkel ausrechnen. Und somit, wenn ich da Second Tangens von minus 2 durch 1 tue, kriege ich dann den Winkel raus. Da kommt voll oft der negative Winkel raus, aber es ist im Endeffekt nichts anderes wie 360 Grad plus 2. So, das war jetzt ein bisschen ein Überblick über die ganze Differentialrechnung. So ein bisschen Grundkompetenzen, wichtigste Schritte für die Schularbeit einmal als erster Schritt. Und wichtig immer die Sachen, was dort sind, brauchen wir auf jeden Fall für die Schularbeit. Schaut euch bitte auch die anderen Videos an, das hilft euch auf jeden Fall. Ciao, baba.